Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Fragger und ich bin hier in Star Trek Online. Und das sind die Abenteuer von Kapitän Heini und der USS Plüscher, die heldenhaft das Weltall auf der Suche nach Beut... im Auftrag der Föderation durchstreifen. Dann beamen wir mal runter. Naja, nehmt die schwere Waffe mit. Kennen wir ja schon. Mir fällt bei der Gelegenheit aber auf, beziehungsweise mir ist es gerade aufgefallen, wie ich das Video, also die Aufnahme gerade eben bearbeitet habe, ja, um ein bisschen aus der Immersion auszubrechen, sorry, aber ich muss hier nochmal nachjustieren. Das passt noch nicht von der Grafikeinstellung. Irgendwas spackt hier noch rum. Ich hatte das Spiel nämlich deinstalliert. Ich habe es die ganze Zeit über den... Genau, Lebensformen sind im Nachtclub, wenn sie unbedingt den Nachtclub aufsuchen. Aber bei wir sind ziemlich unterstellen. Das ist immer noch irre laut irgendwie alles. da stimmt was für eine Grafikeinstellung nicht. Und zwar habe ich die ganze Zeit das über Arc gespielt. Jetzt habe ich das aber neuerdings über. Also ich habe das deinstalliert und habe es nochmal neu gesaugt über Steam. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, warum ich das gemacht hatte. Ach so, ja, da gab es ein großes Update und da hatte ich den Eindruck, dass das Spiel hat sich irgendwie zerlegt oder so, weil da der Ladeschirm ewig blieb und nicht wegging. Also hier so Bildschirm, ja, aber da Loading passierte ewig nichts. Und da habe ich das Spiel mal deinstalliert und habe es mal testhalber über Steam gesaugt, was im Endeffekt aber dann eigentlich im Prinzip für die Katz war, also was ich mir jetzt sparen können, weil es ja dann trotzdem auf den gleichen Zugangsgedöns läuft. Nur quasi nochmal den Zwischenschritt über Steam nimmt, das hätte ich mir also wirklich eigentlich sparen können. Da war das gleiche Ergebnis wieder, dass hier dieser Ladeschirm ewig blieb. Dann habe ich das mal gegoogelt und Freund Google hat ausgespuckt, dass das scheinbar üblich ist nach sehr großen Updates. Jetzt war letztens hier ein sehr großes Update. Und dass man einfach mal gechillt abwarten soll und das hat bestimmt 15 Minuten gedauert, ich weiß nicht. Es hat auf jeden Fall ewig gedauert, mich hat das nicht weiter gestört, dann, weil ich gedacht habe, jo alle, dann warten wir wirklich ab. Und wenn das Spiel sich nicht aufhängt, sondern das scheint nur ewig zu brauchen nach einem Update, dann soll es mal machen. Ich habe mal in Ruhe gelesen und tatsächlich irgendwann ging es da weiter. Also das habe ich jetzt über Steam. Weil ich das also neu installiert habe, ist die Grafikeinstellung jetzt wieder optimiert. Also irgendwie, weiß nicht, ich habe da, bin nicht zufrieden, muss ja nochmal nachjustieren. Was ist das denn? Salut? Nee. Aha, aber es gibt hier was. Irgendwas ist hier. Schön. Nö, Ferengi. Ich hasse Ferengi. Ja, jetzt erpressen wir den Ferengi, indem wir nach Sicherheitsverstößen scannen. Wir sollten dran denken, dass wir hier nichts trinken. Thank you.
Irgendwo muss was sein, was ich nicht... Oh, Verstärkung anfordern? Wahrscheinlich geht das bloß, wenn man ein größeres Schiff hat und mehr Offiziere und so zur Hand. Ah, da ist irgendwas. Gut, das ist aber eine gefährliche Sache, an Holo-Projektoren rumzuspielen. Cool, Schießerei. Leute, Waffen raus. Okay, Freunde, Nacht. Jetzt haben wir Feuerkraft. Jetzt können wir die Sache ausdiskutieren. Ach, das macht mir besonders viel Spaß. Verrenke ich zur Presse. Sicherheitsmannschaft, ihr bleibt hier und haltet das ganze Gesocks hier im Schach. Vielleicht können wir ein paar von diesen Frachtermannschaften in Dienst der Föderation pressen. Wir brauchen eh neue Leute. Durch den Krieg gegen die Borg und Dominion hast du nicht gesehen. Klingone. Da hinten stehen ein paar Leute rum, die sehen aus, als ob sie taugliche Besatzungsmitglieder werden können. Ich mag Pressgangs. Bringt man nicht viel. Bringt zwar wahrscheinlich nicht viel Gewinn, aber besser als nichts. Igitt. Nehmen wir alles mit. Verkaufen an die Ferengi zurück. Gibt es Anomalien, die wir vielleicht noch abgrasen können? Ein Bunker! Was ist das denn? Oh, Klingone! Feuer frei, meine Damen! Also jetzt mal ernsthaft, wir müssen darüber reden. Wer von euch wirft jemand mit den Handgranaten um sich? Das sollten wir oben im Schiff nochmal... Warte mal. Das machen wir gleich mal. Was sind das eigentlich immer für muckelige, kleine... Wir müssen den ganzen Krempels mal verkaufen. Wir haben hier wieder viel zu viel Krempels. Viel zu wenig Credits, viel zu wenig Dilithium.
Mädels, ihr schießt, ich hacke. Cool. Fangen wir mal am Rand an. Wie der Kinder, man wirft die Granate, wenn die Gegner weiter weg sind. Die haben einen ganzen Haufen Gefangene. So früh gefeuert. Jetzt hatte ich keine Zeit, den Granat wegzuspringen. So macht das keinen Spaß. Seht ihr Mädels, deshalb halte ich nichts von dem normalen Standardbewaffnung der Föderation. Dafür aber unheimlich viel von Disruptoren. Gleich. Wir müssen hier noch ein paar Typen umlegen. Oder war es das? Echt jetzt? Ja, das ist bestimmt noch irgendwo mehr. Ich sehe schon. Hier kommen wir mal zu irgendwas, ja? Ich mag Klingone. Das ist eine schöne Mission. Erst können wir den Ferengi ärgern, dann killen wir Klingone und plündern sie aus. Endlich, das ist mal Mission und damit, ja. Cool, hier gibt es sogar noch Erz. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Tribble. Warum gibt es denn hier Tribbles? Klingone sind noch allergisch gegen Tribbles. Kaffee. Die Dinger hier nehmen wir auch mit. Die beamen auch hoch in den Frachtraum. Also eigentlich nehmen wir alles mit, was nicht nagelfest ist, damit das gleich mal klar ist. So, wer bist du? Ist mir egal, dich brauchen wir nicht. Die können wir rekrutieren für die Sternflotte. Die sieht vielversprechend aus. Der biete ich einen Vertrag in meiner Bar an. Die kann bei mir Barkeeperin werden. Da ist mir richtige Kleidung an. Noch mehr Klingone zu wegballern. Sau gut. Auf mir nach. Da ist er.
Das ging jetzt überraschend schnell. Ein bisschen enttäuschend war das schon. Wo ist denn der hin? Ah, da ist er. Die hat auch griechische Kleidung eigentlich. Die können wir auch als Barkeeper gebrauchen. Trotzdem bei Gelegenheit mal ein Händler, bei dem wir den ganzen Krempel loswerden können, den wir hier eingesackt haben. Patak? Wer nennt mich hier ein Patak? Ich glaube, es gibt sowas aufs Maul. Ich muss es mal bewegen. Die hauen mir sonst hier meine Schilder kaputt. Schön in die Lücke reinballern. Solange ihre Schilden unten sind. Ja, ohne Schild wie das eh so ein Föderationstorpedo, gell? Wow, das ist aber ein fettes Schiff. Ja, so eine kleine kampfwettgesteigerte Miranda-Klasse, die kann böse wehtun, hä? Das ist aber ein alter Kahn, den die da haben, oder? Sieht nur groß aus. Rotlichtrettung. Jo, aber unsere Schilde sind ausgefallen, ja, damit kommen wir klar. Die sind kaputt. Gott. Oh nein, da hinten wäre noch eine... Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Wie wir rausgeflogen sind, habe ich gesehen, da war noch ein Dingsbums. Die Lithium-Erz. Congratulations, Lieutenant Commander. Jawohl, befördert worden. Ja, der Captain Haini. Lieutenant Commander. Kehren Sie zum Raumdock. Das finde ich gut. So, die Mission haben wir angenommen. Ich würde sagen, wir setzen an dieser Stelle einen Cut. Beziehungsweise, wir könnten eigentlich... Ne, ich will nicht in den Prior Patch. Nicht jetzt. Echt nicht. Ja. Naja. Wir fliegen jetzt dahin, weil das ist auch gar nicht so weit. Wir gucken mal, was für ein Schiff schon uns... Ich mag ja die Plüsche, aber... Oh, warte mal. Ja.
Ja, aber eigentlich wollte ich gar nicht zur Tauschbörse. Eigentlich wollte ich Zeugs verkaufen. Problem ist bloß, ich müsste vielleicht erstmal wenn das so gut funktioniert, dann immer das muckelige kleine Dings hier. So. Ich wollte nämlich mal gucken bei denen. Wobei, andererseits, das kann ich ja machen, ohne euch das sortiere und den Krempels dann verkaufe oder so. Ich habe nämlich einen ganzen Haufen irgendeinen Krempels, den ich eh nicht wirklich brauche. Das kann ich alles verkaufen. Wir sehen es dann wieder, wenn wir zum Erdendock fliegen und wir dort nach neuen Schiffen so gucken. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.